Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier aus Frankfurt am Main. Der Hintergrund ist es nicht so ganz der überragende, aber ihr habt ja auch den Bildschirm im Blick. Es ist mir eine sehr, sehr große Ehre, dass ich hier für Active Trades sprechen darf. Ich war vorhin schon an der Börse, sage ich hier drüben, in der World of Trading. Alles ist im Aufbau. Der Stand von Active Trades ist der größte, sind auch Hauptsponsor hier von der World of Trading dieses Jahr. Und ich freue mich, dass ich auch zwei Vorträge dort halten darf. Und heute so als bisschen Vorbereitung auf dieses Event wollen wir uns heute natürlich auch über wichtige Gedanken natürlich unterhalten. Dabei bist du der Allerwichtigste, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich bin da der unscheinbare Part. Deswegen nehme ich mich da auch ein Stück weit raus. Was ich gerne machen möchte, ich möchte gerne ein bisschen mit euch interaktiv arbeiten. Ja. Ich bin das ungern so ein Alleinunterhalter. Trading ist eh immer so eine einsame Geschichte. Ja, da sitzt du allein vor deinem Computer und überlegst dir, ist das jetzt alles so richtig, was ich da gerade treibe? Und deshalb wollen wir uns ein bisschen einfach unterhalten zusammen. Ich möchte meine Geschichte, meine Story des Tradings mit euch ein bisschen teilen und euch einen Gedanken mitgeben, die euch zum Nachdenken anregen sollen. Und deshalb dürft ihr immer mal so zwei Finger über der Tastatur schweben haben. Ja, und immer wenn ich da eine Frage stelle, dann tippt ihr einfach nur ich oder haut mal auf die Taste 5, dass ich sehen kann, ihr seid noch wach und noch nicht eingeschlafen. Und ich gebe mir mein Möglichstes, in den nächsten ja, knapp 45 Minuten mit euch ein bisschen von meiner Geschichte des Tradings auch zu erzählen. Ich sehe auch den Chat, der ist offen, wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne. Wenn sie zum Thema dazu passen, übernehme ich dir sehr, sehr gerne. Ansonsten stellen wir sie einfach an den Anfang, an das Ende dann ran und dann gucken wir mal, was wir draus machen. Also, ihr dürft mich alles fragen, außer nach Körpergröße und Gewicht. Das ist außen vor. Ansonsten dürft ihr grundsätzlich sämtliche Fragen stellen, die wichtig sind. So, meine erste Frage an euch. Ja, wie viele von euch empfinden Trading als unglaublich schwierig? Ja, schreibt es mal in den Chat rein. Ich. Wie viele von euch empfinden Trading als richtig, richtig schwierig? Ja, wie viele von euch? Oder sagt ihr, nee, ist alles ganz easy, das mache ich hier so mal mit links. Ne? Wie viele von euch? Ich nicht? Okay, das ist super. Es gibt immer wieder mal welche, die sind die Harry Potter des Tradings. Ja, aber die meisten sehe ich schon viel, viel, viel. Kommt auf die Tage drauf an, absolut. Da gehe ich absolut richtig. Gewinne machen ist schwierig. Also ich sehe schon zeitintensiv wie Sau. Da hast du allerdings recht, Manuel. Das finde ich wirklich super. Vielen Dank dafür. So, wie viele von euch, ja, dürft ihr auch wieder mit ich antworten. Ja, wie viele von euch hätten denn gerne mal ein Tool, das ihnen mehr Ruhe ins Trading reinbringt? Wie viele hätten denn mal ein Tool, das nicht nur irgendwelche Versprechungen liefert, sondern wirklich auch mal etwas gibt, wo ich sage, yo, das kann ich doch echt mal nutzen. Wie viele von euch hätten gern dieses Tool? Für diejenigen, die noch keins haben, ne? Also jeder hat ja immer so seines. Ja, deswegen ist es immer gut. Es gibt tatsächlich sowas, ja, sowas gibt es. Kommt drauf an, Antonia. Sehr, sehr gut. Ja, da sind wir wieder. Der Deutsche, so der klassische Dichter und Denker, ne? Ja, mal gucken, was der uns da soll alles erzählen möchte. Ne? Der Dichter und Denker, das sind die, die auf der Rolltreppe, ne, dann immer dich anmaulen, wenn du links stehst, anstatt rechts zu stehen. Ne? Die dann sagen, hey, rechts gehen, links gehen. Das sind unsere Dichter und Denker hier in Deutschland, die immer erst mal gucken, was alles so kommt. Ja, Trading ist tatsächlich, ich würde mal sagen, eine Geschichte, mit der hat jeder letztendlich zu kämpfen. Und der Punkt ist, wir haben ja Millionen von Tradern rund um den Erdball. Und wir kennen alle inzwischen, jeder kämpft, der eine mehr, der andere weniger, kämpft mit seinem Chart. Was auch immer dann da traden mag, spielt am Ende des Tages ja gar keine Rolle. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch immer, seit 2018 müssen die Broker das ja ausweisen, ja, wie viele der Kunden an der Börse kein Geld verdienen. Ja, und ihr wisst ja selber, das ist irgendwo so um die 80, 90%, zwischen 70 und 90% ist auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl, die irgendwie gar nicht zusammenpasst mit den vielen Versprechungen, die man uns dort liefert.
an der Börse, nicht wahr? Und das hat die Börse sehr, sehr geschickt gemacht, ja? Und wie viele von euch waren schon mal bei Starbucks beim Kaffee trinken? Ne? Schreibt mal rein, wie viele von euch waren schon mal beim Starbucks Kaffee trinken? Ja, warst du schon beim Starbucks Kaffee trinken? Klar. Ja, die meisten von euch oder viele von euch waren schon mal beim Starbucks. So, was kostet ein Kaffee dort? 5,90 €. Ja, so wie meine Flasche Wasser hier übrigens. Ja, hier gerade unten gekauft im Hotel. Flasche Wasser, haut's dir den Vogel weg, 7,90 €. Warum? Weil ich sie maritim gekauft habe. Ja, so, warum Starbucks der Kaffee 5,90 €? Ja, weil der Rahmen dort ein anderer ist. Ja, du kannst auch hier um die Ecke beim Bäcker einen Kaffee kaufen. Ja, kostet 1,90 €. Ja, nee, bei Starbucks kostet 5,90 €. Warum? Weil sie freundlich sind und weil sie dich dann noch so lieb fragen, ob du noch alles mehr haben möchtest. Hast du schon mal gemerkt, dass es auch bei Starbucks nach Kaffee riecht? Ja, aber da stehen keine Bohnen, sondern es sind extra solche Geruchsdinger da angebracht, wo das nach Kaffee riecht. Ja, sondern am Ende, ja, gehst du nicht nur mit 5,90 € Kaffee raus, sondern noch mit ein Stück Kuchen, ja, und vielleicht noch Marmelade oben drauf und dann gehst du mit 10 € raus. Ja, so. Es kommt also nicht auf den Inhalt drauf an, sondern auf den Rahmen. Und wisst ihr, was die Börse macht? Die macht es ganz genauso. Da kommt es nicht auf den Inhalt drauf an, sondern der Rahmen. Und was hat die Börse gemacht mit dem Rahmen schon seit Jahren, gerade in den letzten Jahren, wo immer mehr in die Börse reinstreben? Ja, viele Versprechungen, viele Illusionen. Aber witzig, viele Webinare jeden Tag in allen Sprachen dieser Welt. Wenn du Englisch sprichst, weißt du, dass es da unfassbar viele gibt. Und jeder verspricht dir, wenn du das machst, dann ist das der Erfolg. Also, ich habe das selber jahrelang gemacht. Ich bin jetzt seit 23 Jahren im Business dabei. Ist alles nicht wichtig. Und ich habe 7 Jahre lang habe ich gekämpft, 7 Jahre selber auf der Suche über Trial and Error das Ganze zu finden. Habe es nicht geschafft. Vielleicht war ich auch ganz einfach zu doof dazu. Das kann durchaus auch sein. Ja, ich bin nur dankbar, dass ich da meine Mentoren bekommen habe, die mich dort angeleitet haben. Und etwas, was sie mir wirklich beigebracht haben, ein ganz, ganz wichtiger Satz, der Hauptsatz, den mir mein Mentor beigebracht hat. Wie viele von euch hätten gern diesen Hauptsatz auch gewusst? Wenn du bis zum Ende dabei bleibst, sage ich dir den am Schluss. Ja, der ist nämlich super, super wichtig. Die Frage, über die wir uns heute unterhalten wollen, ist, wieso ist es so unglaublich schwierig, an der Börse Geld zu verdienen? Und zwar nicht nur einmal oder zweimal, sondern über einen längeren Zeitraum weg. Warum ist das so unglaublich schwierig? Die meisten von euch haben vorhin gesagt, es ist schwierig. Der eine oder andere sagt, nö, ist für mich nicht. Freue ich mich drüber. Es wird immer die Harry Potters geben, dieser Welt. Ne? Es werden immer die geben, wobei man dann immer sagen muss, zeig mir mal deinen Account der letzten 5 Jahre, dann gucken wir mal, ob das wirklich auch stimmt. Ne? Es gibt ja immer so die Leute, die sagen, es ist gut. Ne? Kenne ich, heißt noch lange nicht, kann ich. Das ist immer noch ein großer Unterschied. Wenn im 21. Jahrhundert was zum Thema Trading, sind wir ganz ehrlich, ist alles gesagt, oder? Sei ehrlich, zum Thema Trading ist doch alles gesagt. Ja, kannst du jeden Tag 20 Webinare anschauen, jeden Indikator, alles gesagt. Am Ende ändert sich leider die Zahl derjenigen, die an der Börse Geld verlieren, die ändert sich nicht. Sie geht mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter, aber sie ändert sich nicht. Der Schnitt bleibt immer 80, 90%. Findest du nicht auch? Wie viele von euch finden, das ist viel zu viel? Wie viele von euch finden, das ist viel zu viel? Ja, schreib mal rein, ich finde, es ist viel zu viel. Ja, 90%, über 90% langfristig gesehen. Also das ist nur 3 Monate, was die Broker ausweisen müssen. Ne? Wenn sie das, die ESMA hat zum Glück nicht vorgeschrieben, ja, dass sie die Zahlen ausweisen müssen auf ein Jahr. Wisst ihr was? Das sind interne Statistiken. Ich verrate es euch trotzdem, was wichtig ist. Ja, 98%. 98%. Ja, verlieren auf ein Jahr Geld an der Börse. 98%. Da fragst du dir doch, Alter, wie geht das? Wir haben hunderte von Webinaren. Jeden Tag. Jeder erzählt, mach das und mach das und mach das. Und es klappt einfach nicht. Da kriegst du Splack im Gesicht. Ja? Wie kann das sein?
Wie kann das sein? Zum Glück müssten die Broker das nicht ausweisen, sondern immer nur 3 Monate. Deswegen kommen sie noch gut um die Ecke. Aber ganz ehrlich, sagen wir mal ganz ehrlich, stell dir mal vor, dein bester Kumpel kommt zu dir. Oder deine beste Freundin. Wir haben ja auch liebevolle Damen. Unsere Königinnen dieser Welt sind ja auch heute hier. Freue ich mich über dich, wenn Damen auch da sind. Ohne unsere Frauen wären wir völlig am Eimer hier auf diesem Planeten Erde. Ne? Ohne Frauen, unsere Frauen geht ja erstmal gar nichts. Ja? Stell dir mal vor, dein bester Kumpel oder deine beste Freundin kommt zu dir und sagt: Herr, ich habe eine super tolle Geschäftsidee für dich. Und dann sagst du, ja, um was geht's denn? Ja, wir müssen da und da ein bisschen was machen. Und dann fragst du die Frage aller Fragen. Was ist die Frage aller Fragen? Ja, wie viel kommt denn dabei rum? Ja, was bleibt denn da hängen? Und dann sagt dein Beispiel, oh, wir werden wahnsinnig viel Geld verdienen. Ja, aber da du ja ein vernünftiger Mensch bist, stellst du natürlich dann die zweitwichtigste Frage. Ja, was muss ich denn investieren? Wie hoch ist denn die Ausfallquote? Und dann sagt dein Kumpel zu dir, ja, es sind statistisch gesehen so 95%, ja, dass das Geschäft nicht klappt. Ja. Was sagst du zu deinem Kumpel? Was sagst du zu deiner besten Freundin? Alter, ich hab dich ja echt gern. Lass uns einen saufen gehen, aber, oder lass uns Schuhe kaufen gehen, aber da bin ich raus aus der Nummer. Ja? Komisch, ja, genau. Fuck off. Richtig, Markus. Fuck off. Das ist das Einzige, was mir auch der eine weil die anderen sagen, what the? So sind die Fakten. Ja? Und trotzdem, jeden Tag hocken wir vor dem Computer und versuchen, da irgendwas da rauszumachen. Ja, und deshalb müssen wir einfach mal Folgendes klären. Ja? Folgendes klären. Was ist der Hauptgrund, warum alles verfügbar ist, was es zum Thema Börsenhandel, Trading, Investment gibt, aber es nur ganz wenige schaffen? Was ist der Hauptgrund? Und der Hauptgrund liegt in dem Satz, den ich meinen Schülern und meinen Studenten jeden Tag aufs Neue sage. Das hören sie dreimal die Woche in 3 Webinaren bei mir, der da lautet: Die Emotionen dürfen die Fachlichkeit nicht beeinflussen. Warum scheitern so viele? Es gibt einen Hauptgrund. Der sitzt hier vor euch, der sitzt vor dem Computer. Das ist der Mensch. Und warum? Weil der Mensch, sobald er zum Thema Trading kommt, was über Bord wirft? Logisches Denken. Da müssen wir erstmal klären, woher kommt denn überhaupt Logik? Was bedeutet Logik? Ne? Wir sagen das ja oft, ja, das kannst du nicht machen, ist ja nicht logisch. Ne? Und es war doch völlig logisch, dass das passiert. Wir nehmen diesen Begriff sehr, sehr oft her und denken gar nicht mehr darüber nach. Logisch oder der Begriff Logik hat seinen Ursprung im griechischen Wort Logos. Und Logos heißt wortwörtlich übersetzt Vernunft. Hammer, oder? Vernunft. So weißt du, was vernünftig ist. So. Wie viele von euch sind Eltern? Wahrscheinlich die meisten. Wer von euch hat Kinder? Schreibt mal rein. Ich. Wie viele von euch haben Kinder? Wie viele haben Kinder? Hier, André, danke dir. Wie viele haben Kinder von euch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wunderbar. Ich denke, die meisten haben Kinder. So, kannst du dich noch erinnern, als Kinder noch klein waren? Vielleicht sind sie ja klein. Ja? Und du nimmst sie an die Hand und gehst zur Straße, da ist eine Ampel. Was sagst du zu deinem Kind? Guckst du mal, ja, rot stehen, grün gehen. Warum? Weil es vernünftig ist. Weil du natürlich dafür sorgen möchtest, dass dein Kind geschützt bleibt, weil du genau weißt, wann das auf die Straße läuft und es ist nicht grün. Dann weißt du ganz genau, da droht Gefahr für Leib und Leben. Ja, und jeder andere will sagen, ja, kannst du doch bei Rot drüber gehen, das heißt, du spinnst, das ist doch unlogisch, ist doch klar, das geht gar nicht, weil wir vernünftig handeln im Leben. Was macht der Trader? Weißt du, was der Trader macht an der Börse? Der rennt sauber bei Rot drüber und sagt, wurscht, Rot drum, geht schon gut irgendwie. Und weißt du, was er bei Grün macht? Bei Grün sagt, oh, ah, warte mal. Wer weiß, ob das gut geht?
Wer weiß. Ah, müssen wir mal noch irgendjemand anderen fragen. Ja, da müssen wir vielleicht noch warten. Ne? Oder müssen wir mal gucken, was der Newsletter schreibt. Da müssen wir mal gucken, was macht denn die Großwetterlage oder irgendein anderer Quatsch. Ja? Das macht der klassische Trader. Schön sauber bei Rot, sauber drauf. Ja? Und sich dann wundern, wenn der nächste Brummi kommt und räumt ihm das Konto unterm Arsch zusammen weg. Ja? Das macht der Trader. Warum? Kann ich euch sagen. Da kannst du nichts dafür. Ist es ein schöner Trost? Ja? Wer fühlt sich getröstet, wenn ich sage, du kannst nichts dafür, das ist nicht deine Schuld? Ja? Wer fühlt sich getröstet? Ja? Ich fühle mich getröstet, aber mein Mentor damals gesagt hat, Markus, du kannst nichts dafür. Du kannst nichts dafür, mach dir keinen Kopf, du kannst nichts dafür. Sag ich, wer denn dann? Sagt er, dein Gehirn. Ha, sag ich, wie geht das denn? Sag er, dein Gehirn nicht fürs Trading ausgelegt, das musst du erstmal umprogrammieren. Ja? Warum? Ganz einfach, weil wir so nicht denken, wie es die Börse verlangt. Ja, wir denken im Leben logisch, im Börsenhandel, da wird es oftmals unvernünftig. Ja, wenn wir jetzt fragen würde, wie viele von euch handeln nur vernünftig an der Börse, bin ich so ziemlich überzeugt, ein paar gibt es immer, klar, das sind so unsere Dichter und Denker dieser Welt, ja, die machen grundsätzlich alles richtig. Ja, genau, und das Warum müssen wir erklären. Ja, das Klären, da hast du recht, Ulrike, der Trost rettet dich jetzt nicht, hast du vollkommen recht. Aber darin steckt auch die Lösung. Das ist der ganz entsprechende Punkt. Also müssen wir gucken, wieso gelingt es uns nicht, unser logisches Denken, das uns hindert, bei Rot über die Ampel zu gehen, wieso kriegen wir das verdammte Axt nicht ins Trading hin? Warum schaffen wir das nicht? Weil es uns keiner beibringt. Wisst ihr, warum das Thema Logik einfach nicht erklärt wird, warum es kaum jemand hat, ja, warum man lieber über Indikatoren spricht, über die x-te Strategie, die sowieso am Ende nicht wirklich funktioniert? Wieso? Ganz einfach, weil Logik nicht sexy ist. Logik heißt, warte doch mal, denk doch erst mal drüber nach. Was hat es denn für einen Grund, warum ich bei Rot stehen bleiben muss und bei Grün gehen muss? Klar, da droht Gefahr. Und an der Börse ist es letztendlich genauso. Ja? Und das große Thema an dieser ganzen Geschichte, wo ist meine Maus, muss man gucken, das große Thema ist, dass an der Börse die Emotionen regieren. Und jetzt kennst du doch, du hast doch bestimmt schon, wie viele Webinare hast du schon geguckt? X-fach, oder? Da kennst du doch sicherlich Leute oder irgendwelche Redner, die dann sagen, ja, an der Börse musst du die Gefühle ausschalten. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Wenn jemand zu dir sagt, du musst deine Gefühle ausschalten, bist du ein Roboter? Hast du einen Emotionschip, den du rausziehen kannst? Du bist doch ein Mensch. Das geht doch überhaupt nicht. Du kannst deine Emotionen nicht ausschalten. Du bist doch kein Roboter. Es geht doch am Ende des Tages darum, ja, dass wir die Emotionen kontrollieren. An der Börse geht es nämlich nicht um Emotionen. An der Börse geht es um ganz, ganz was anderes. Ja? Und um was geht es an der Börse? Es geht um, upsa, das war zu schnell. Das geht um, ja, um was geht es denn an der Börse? Du siehst jetzt gerade hier so einen Chart eingeblendet. So, jetzt stelle ich dir eine Frage und sag, pass mal auf, du hast jetzt 10 Sekunden Zeit, ja, zu sagen, ob du jetzt long oder short gehen möchtest. Rechter Bildschirmrand, du bist ja rechts, du bist nicht links, du bist immer rechts am Bildschirmrand, dort musst du eine Entscheidung treffen. Ich frage dich jetzt, ich bin jetzt dein Mentor und sag, pass auf, du hast 10 Sekunden Zeit, long oder short, jetzt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und aus. So. Ihr könnt den Chat nicht sehen, ich kann ihn sehen, wisst ihr was? Da schreiben 50% schreiben long und 50% schreiben short. So funktioniert Börse übrigens. Ja? So funktioniert Börse. Ja? Der eine kauft und der andere verkauft. So. Wisst ihr, um was es in der Börse geht? Um Wahrnehmung. Das ist Wahrnehmung, was du dort siehst. Du siehst nicht, welcher Chart das ist.
Und ich bin ziemlich überzeugt davon, ja, bin ziemlich überzeugt davon, dass einige im Kopf gehabt haben, was ist es denn überhaupt? Ja, was ist es für eine Zeiteinheit? Ja, wo sind die Fundamentalanalysen? Ja, wo ist der Preis? Wo ist es? Ja, das ist Wahrnehmung, ihr Lieben. Das ist Wahrnehmung. Wisst ihr, was das Gegenteil von Wahrnehmung ist? Das Gegenteil von Wahrnehmung ist ultimativ. Ultimativität. Wenn also etwas ultimativ ist, gibt es keine Wahrnehmung mehr, weil jeder exakt das Gleiche sieht. Ich sage jetzt mal, für uns Menschen ist der Mount Everest im Himalaya-Gebirge auf diesem Planeten Erde der höchste Berg. Ja? So, stell dir mal vor, da kommt auch ein Mensch aus dem brasilianischen Urwald, der kennt den Mount Everest gar nicht, der sagt, was ist das denn? Keine Ahnung. Also wieder nicht ultimativ. Und weißt du, wie viel Ultimatives im Leben gibt? Eins. Und weißt du, was es ist? Gibt eins, was ultimativ ist. Was denkst du, was ist das einzige Ultimative in unserem Leben? Was denkst du? Schreib in den Chat rein. Was denkst du? Was ist das einzige Ultimative in deinem Leben? Hast du eine irgendeine Ahnung? Was könnte das sein? Was könnte das sein? Oh ja, da sind einige richtig dabei. Ne? Übrigens, ich ist es auch nicht, ne? Weil du hast eine eigene Wahrnehmung von dir, ne? Weil es gibt genügend, die sagen, Gabel, du bist der letzte Trottel, den es gibt auf diesem Planeten Erde. Und es gibt so zwei, drei, die sagen, Mensch, Markus, ich mag dich. Ja? Aber ihr habt recht. Das einzig Ultimative ist auch nicht die Steuer, weil die zahlt jeder anders. Tatsächlich, wenn der Deckel draufkommt, ultimativ, aus Ende. Den Planeten hier, den hat auf Dauer noch keiner Leben verlassen. Das betrifft jedes Lebewesen auf diesem Planeten Erde. Der Tod ist das einzig Ultimative, das wir alle gleich wahrnehmen, weil da ist nämlich Zappenduster. Alles andere, ihr Lieben, ist nichts mehr nicht ultimativ. Sonst würden dort am rechten Bildschirmrand alle, die heute da sein und alle, die eine Antwort gegeben haben, die gleiche Antwort geben. Und zwar unabhängig davon. Selbst wenn du sagst, ja, da fehlen doch also Fundamentaldaten dazu. Gleiches Spiel. Fundamentaldaten sind Daten. Die sind da, um sie auszuwerten. Und die macht jeder für sich selber. Wenn es eine ultimative Wahrnehmung gäbe, dann würden alle gleichzeitig kaufen und alle gleichzeitig verkaufen. Was käme dann nicht mehr zustande? Ein Handel. Handel kommt zustande, weil es Käufer und Verkäufer gibt. Das ist doch die Logik dahinter. Anderweitig kann gar keine entsprechende entsprechender Handel vonstatten gehen. Das geht nicht. Übrigens, ich möchte noch etwas sagen dazu. Du musst nicht mit allem einverstanden sein, was ich sage. Ich teile nur meine Geschichte mit euch. Ich teile lediglich das, was ich gelernt habe. Und wenn da zwei, drei Gedanken dabei sind, die dich zum Nachdenken bringen, ist doch alles gut. Ja? Aber du darfst dir auch denken, Alter Gabel, das ist Quatsch, was du da alles erzählst. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir sehen uns im Orderbuch. Ja, wir sehen uns im Orderbuch, spätestens dort sehen wir uns. Ja, und am Ende wird es das Konto zeigen, wer eben das umsetzen kann und wer eben nicht. Ja. So, ich habe eine nächste Frage. Wer von euch hätte gerne heute 100 € von mir geschenkt? Ich muss zwischendurch was trinken, weil ich rede so viel. Wer hätte gerne 100 €? Kann man doch brauchen, Rechnungen bezahlen. Ne? Sehr schön. Jeder, der bis zum Ende da bleibt, dem schenke ich heute Abend noch 100 €. Ja, ich könnte es übrigens auch brauchen, muss auch hier bei Hotel, ist so schweineteuer ja geworden. Ja. Machen musst du gar nichts. Erstmal nur zuhören. Bisschen mehr wäre schöner. War immer klar, das immer wieder. Ne? Sehr, sehr schön. Prima. Ja, da sind wir wieder. Dichter und Denker da. Da ist doch ein Haken dabei. Anja, bitte, ich erwarte, dass du mich daran erinnerst. Das erwarte ich von dir. Sehr schön, ja. Hier sind wir wieder der Treppe, ne? Rechts stehen. Da ist doch ein Haken dabei. Ja. Ach Gott, es ist so schön, mit euch zu arbeiten. So, gehen wir eins weiter. Das Erste, was wir grundsätzlich mal an der Börse unterscheiden müssen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, dass es zwei Arten gibt von Leuten, die an der Börse unterwegs sind. Es gibt Investoren und es gibt Händler oder klassisch Trader. Ich mag das deutsche Händler. Ja, wir wollen nicht alles verenglischen hier, nicht wahr? So.
Händler. Ein Investor hat mit Handel nichts zu tun. Und deswegen klammern wir das mal aus. Ein Investor investiert in ein bestimmtes Produkt XY. Das heißt, der muss sich zwangsläufig mit anderen Daten auseinandersetzen. Der handelt nicht, sondern er investiert. Ganz anderes Thema. Da muss ein anderes Webinar besuchen. Das ist auch wichtig, wenn man in Sachen investiert. Ja, ich investiere auch heute 60 Minuten meiner Lebenszeit in euch, weil ich euch gerne habe und weil ich euch gerne was mitgeben möchte, mit dem ihr auch was anfangen könnt. Ist ein Investment, weil ich weiß, mindestens einer denkt heute Abend drüber nach. Naja, so Unrecht hat er vielleicht dann doch nicht. Habe ich schon gewonnen. Alles gut. Ja? Wenn wir was verändern können gemeinsam und die Welt ein Stück weit besser machen können, ja, dann haben wir noch alle was erreicht, nicht wahr? Und darum geht es doch am Ende des Tages. Also, es gibt Investoren, die kaufen zu einem bestimmten Zeitpunkt und verkaufen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Was wir machen, ist aber Handel. Achtung, ich sage nochmal. Was wir an der Börse machen, ist Handel. Nicht investieren. Das kannst du auch machen, ja? Aber wir sind hier im Trading-Bereich. Wir wollen handeln. Was brauchst du denn, um handeln zu können? Musst du jetzt nicht antworten drauf? Ich nur zum Nachdenken. Was brauchst du, wenn du handeln möchtest? Naja, klar, du brauchst ein Produkt. Du brauchst einen Marktplatz, wo das stattfinden kann. Und du brauchst auf der anderen Seite jemand, der mit dir mitspielt. Ja? Alleine kannst du nicht handeln. Wenn du auf der anderen Seite nichts hast, kannst du nichts handeln. Ist eine ganz einfache Geschichte. Ja? So, wisst ihr, was Börsenhandel bedeutet? Börsenhandel, der reine Handel, ist am Ende was? Ein Nullsummenspiel. Deswegen müssen wir Investment auch ausklammern, nicht wahr? Aktien und so weiter, Dividende, damit nichts zu tun. Wir reden über den reinen Handel. Das heißt, wenn du 50 Aktien kaufen möchtest, werden dir die 50 Aktien von jemandem verkauft. Das war's. Du hast sie, der hat sie nicht mehr. Null. Nullsummenspiel. Kannst du alles nachgoogeln, keine Erfindung von mir, das ist Logik. Wenn du heute zwei Kontrakte Kaffee kaufst, müssen dir die zwei Kontrakte von jemandem verkauft werden. Du hast sie, er hat sie nicht mehr. Du hast zwei, er hat null. Nullsummenspiel. Und weißt du, was jetzt die Logik daraus ist? Die Vernunft sagt, okay, Nullsumme heißt, wir sind wo? Wir sind im Bereich der Mathematik. Und weißt du, was Mathematik ist? Mathematik ist Logik. Eins und eins sind zwei in der Logik. Eins und zwei sind drei. Wenn wir in einem Nullsummenspiel unterwegs sind, was interessiert mich dann noch oder deinen Gegenüber deine Meinung? Was interessiert in einem Nullsummenspiel? Bitte denk nur drüber nach. Versuch dich ein bisschen zu konzentrieren. Ne? Präfrontaler Kortex, geh nur vier Gedanken rein, mehr kannst du nicht machen. Was interessiert deinen Gegenüber, der dir die 50 Aktien verkauft oder die zwei Kontrakte verkauft, warum du sie kaufen möchtest? Fragt er dich danach? Hat dich die Börse schon mal zu Hause angerufen, nachdem du was gekauft oder verkauft hast? Und hat gesagt, sag mal, Anja, warum hast du denn die jetzt gekauft? Hat dich schon mal angerufen? Also mich hat die Börse bis heute noch nicht angerufen. Warum auch? Es interessiert keinen. Wir reden am Börsenhandel. Nochmal, nicht Investment. Anderes Thema. Reiner Handel ist ein Nullsummenspiel. Das ist übrigens vollkommen egal, ob du jetzt direkt an der Börse handelst, ja, oder über Derivate, CFDs mit dem Broker. Dann ist dein Broker der Gegenüber und der ruft dich auch nicht an und fragt, sag mal, Helmut, warum
Verkaufst du denn jetzt da den DAX? Mich hat Active Trades noch nie angerufen. Ja, also Marc hat mich noch nie angerufen und gesagt, sag mal, Gabel, hast du einen Vogel? Ja, wieso kaufst du mir da jetzt 50 Kontrakte ab? Wird da nicht passieren. Mathematik, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. An der Börse geht es um Mathematik. Mit einem großen Unterschied. An der Börse ist 1 und 2 nicht immer 3. An der Börse ist 1 und 2 auch manchmal 5 und manchmal 7. Und weißt du, was ganz schlimm ist? Auch manchmal 0. Wenn es ganz bös kommt, auch manchmal minus 3. Und weißt du, was jetzt mit deinem Gehirn passiert? Jetzt steigt's aus. Und vorhin ist gefragt worden, warum, was habe ich davon? Warum reagiere ich emotional? Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich tröste dich, du kannst nichts dafür. Es ist dein Gehirn. Schau, in deinem präfrontalen Kortex kann vier Gedanken gleichzeitig aufnehmen, aber mit 100% Energie nur einen Gedanken gleichzeitig denken. Wie viel Informationen strömen auf dich im Trading ein, wenn du am rechten Bildschirmrand bist? Vermutlich mehr als vier. Und alles, was sich im präfrontalen Kortex abspielt, ist immer noch Logik. Wenn aber die Logik nicht mehr greift, weil plötzlich zu viele Gedanken auf deine Bühne des präfrontalen Kortex draufströmen, weißt du, was dann greift? Weißt du, wer dann ganz laut schreit? Ja, die panikartig, dein limbisches System dahinter. Und das limbische System ist der Sitz deiner Emotionen. Wie geil ist das denn? Und deswegen kannst du nichts dafür, weil dein limbisches System dir in den Arsch tritt. Ja, weil nämlich zu viele Informationen da sind. Ja, und das noch, und das noch, und das noch, und Großwetterlage, und diese Zeit, und diese, und den Newsletter, und diese Informationen, und Nachrichten, und Fundamentalanalyse. Und dann sagt dein Bruder, ich bin raus aus der Nummer. Weg. Ja, und limbisches System sagt, ja, jetzt spielen wir mal, jetzt blasen wir dir mal den Marsch hier. Ja, so sieht es, funktioniert aus. Und deswegen greift da die Logik nicht mehr. Und deswegen reagieren dort die Emotionen. Da kannst du gar nichts dafür. Deswegen müssen wir das Trading anders angehen. Es reicht einfach nicht, ihr Lieben, noch ein Indikator und noch irgendwelche nette, blöde Strategie und noch 20 Webinare. Da hast du nichts davon. Mein Mentor hat zu mir gesagt, Markus, wenn du irgendwo hin möchtest, dann musst du jemanden fragen, der schon dort ist. Und nicht jemand, der mit auf dem Weg ist, der kennt ihn nämlich auch nicht. Und wir sind hier im reinen Handel in einem Nullsummenspiel. Das heißt, wenn wir jetzt wissen, dass an der Börse Mathematik herrscht, weil es ein Nullsummenspiel ist, wir aber inzwischen verstanden haben, ja, dass 1 und 2 nicht immer 3 sind, dann ist die Frage, wie kann ich in diesem Nullsummenspiel gewinnen? Auch das ist wieder Logik. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist der Boss, dir gehört der Laden, dann bestimmst du den Preis, und zwar über die Stückzahl, dann sagst du, wo der Hase langläuft. Wenn du nicht der Boss von dem Laden bist, dann musst du mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und wenn wir in dem Thema Wahrscheinlichkeiten sind, ihr Lieben, dann geht es um einen mathematischen Vorteil. Du kannst das Spiel nicht verändern, ob du das willst oder nicht. Du kannst dir auch noch 100 Jahre da drin rumvorwerken, wenn du das möchtest. Das Spiel, das Nullsummenspiel, wirst du nicht ändern, weil das die Natur des Handels ist. Die Natur des Handels. Da gibt es ein Aldi, da stehen 20 Müller Milch drin
und 100 wollen Müllermilch. Wie viel kriegen eine Müllermilch? 20. Wenn der Aldi sagt, einer kriegt eine Müllermilch, da stehen 100 draußen am Parkplatz, 100 wollen Müllermilch, 20 stehen drin, 20 Müllermilch gehen raus. Nullsummenspiel, weil der Aldi den Preis und die Stückzahl bestimmt. So, bist du aber nicht der Aldi oder der Lidl und bestimmst den Preis, musst du dich anstellen. Und dann hast du eine Wahrscheinlichkeit, dass du eine Müllermilch bekommst. Hast eine Wahrscheinlichkeit. So, wie kannst du die Wahrscheinlichkeit steuern? Nein, wenn du früh genug da bist. Das heißt, du brauchst einen mathematischen Vorteil. Einen mathematischen Vorteil. Nochmal, wie heißt das Ding? Mathematischer Vorteil. Um in diesem Nullsummenspiel zu gewinnen. Und da sind wir bei Millionen von Webinaren rund um den Erdball. Jeder sagt dir diese Strategie und diese Strategie. Und wisst ihr was? Die meisten funktionieren auch tatsächlich. Weißt du, wer nicht funktioniert? Dein präfrontaler Kortex, der funktioniert nicht, ja? Weil nämlich dein Gehirn sagt, jetzt habe ich das, pass mal auf. Wahrscheinlichkeit heißt nämlich, das ist ein Gesetz, wie die Schwerkraft auch. So, Frage, wie viele von euch probieren täglich das Gesetz der Schwerkraft aus? Wahrscheinlich nicht unbedingt jeder, ja? Weil du was weißt? Du kennst das Gesetz der Schwerkraft. Du weißt ganz genau, du kannst gern Bungee-Jumping ohne Seil machen. Kannst du gerne mal probieren. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass du das überlebst, ist gen ungefähr null. Ja? Und genauso ist ein Gesetz der Wahrscheinlichkeit. Und in diesem Gesetz der Wahrscheinlichkeit ist was drin? Das Gesetz der Zufälligkeit. Das heißt, in diesem Wahrscheinlichkeitsprinzip deines mathematischen Vorteils ist eine Zufälligkeit beinhaltet. Das heißt, das kann zwei, drei, viermal gut gehen. Das kann aber auch zwei, dreimal, viermal schlecht gehen. Und weißt du, was dann dein Gehirn sagt? Beim dritten Mal, wo es nicht funktioniert, dann sag mal, Markus, geht's bei dir noch? Jetzt hast du, das ist übrigens die Definition von Wahnsinn. Ja, die wissenschaftliche Definition von Wahnsinn, kennst du die? Ja? Die wissenschaftliche Definition von Wahnsinn heißt, immer das Gleiche zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das ist die Definition von Wahnsinn. Ja? So, jetzt weißt du, warum wir Trader Wahnsinnige sind, weil du das nämlich immer erwarten musst. Das ist der Punkt. Aber so sind wir nicht erzogen. Ja? Sei doch ganz ehrlich, so bist du doch gar nicht erzogen worden, dass du immer das Gleiche machst und erwartest ein anderes Ergebnis. Da sagt dir jeder, bist du bekloppt? Nein, wir erwarten, wenn wir das Gleiche tun, immer das gleiche Ergebnis. Aber an der Börse funktioniert dieses Spiel leider so nicht. Und deswegen steigt unser Gehirn dann einfach aus. Unser limbisches System schmeißt die Party, ja, und schmeißt dich aus dem Markt raus. Das ist der Punkt. Also, wo ist dein mathematischer Vorteil? So, jetzt gibt es davon genügend. Und die einen sagen, ja, ohne Fundamentaldaten geht gar nichts. Super, lasse ich auch so stehen, stell es ins Regal, drängt drüber nach. Ist es ein mathematischer Vorteil? Oder es ist deine Einschätzung. Ultimativ, Achtung, Wahrnehmung. Ja? So. Wisst ihr, was die meisten machen? Warum es so viele Webinare gibt? Mein Meister hat zu mir gesagt, weißt du, Markus, es ist leichter, mit der Börse Geld zu verdienen, als an der Börse Geld zu verdienen. Ja? Weißt du, warum Starbucks so viel Geld verdienen? Weil sie dir den Kaffee für 5,90 € verkaufen, weil sie einen geilen Rahmen drum gemacht haben. Weißt du, warum an der Börse die Börse Geld verdient, der Broker Geld verdient, weil er einen geilen Rahmen drum gemacht hat? Ja, der Inhalt spielt keine Rolle mehr. Hauptsache, ich habe meine 20 Indikatoren drin. Ja, und weißt du, was wir dann am rechten Rand machen? Wir betreiben eine was? Eine Analyse. Pass mal auf. Wort. Böse, ich weiß, aber es ist Fakt, so funktioniert dein Gehirn. Nimm mal das Wort Analyse auseinander. Analyse. Dann weißt du, für was Analyse gut ist. Ne? Ist nämlich für einen Arsch. Das ist wirklich für einen Eimer. Warum? Weil analysieren eine Erklärung des Ist-Zustandes ist, eine persönliche Einschätzung. Das interessiert nur niemand, denn es ist ja
deine Analyse oder die von jemand, der ein Webinar macht oder der ein Newsletter geschrieben hat. Das ist die Analyse des Autors. Das ist doch nichts Ultimatives. Der hat er doch drüber nachgedacht. Das hat er sich doch gerade ausgedacht, weil er sich irgendwas angeguckt hat. Analyse, ihr Lieben, ist keine Mathematik. Ich wiederhole den Satz nochmal. Analyse ist keine Mathematik. Deshalb hilft dir die Analyse auch nichts, die Erklärung. Du musst die Erklärung in einen mathematischen Vorteil umwandeln. Dann hast du einen mathematischen Vorteil. Aber Analyse ist für den Eimer, weil es ist eine individuelle Erklärung von irgendetwas, was du gerade dir anschaust oder dir gerade eben eine Meinung dazu bildest. Ja? So, und genau deswegen, ja, ist der spannende Gedanke, wo findet der Handel denn statt, wenn du jetzt eine Analyse gemacht hast? Stell dir mal vor, du machst jetzt eine Analyse vom DAX, vom Euro, vom Gold, vom Bitcoin, was auch immer. Guckst du das Ganze an und interpretierst das Ganze für dich. Am Ende des Weges findet, das ist ja ein Prozess, am Ende des Weges findet was statt? Eine Aktion deinerseits. Das heißt, du öffnest bei Active Trades deine Plattform, machst ein Display auf und dann schreibst du dort zwei oder drei Zahlen rein. Ja? Wie bewegt man sich im mathematischen Handel, Kai? Komme ich gleich noch drauf. Ich kann doch mathematisch analysieren. Kannst du machen, ja? Kannst du machen. Ja? Aber das ist ja nur die Hälfte des Weges. Du bewegst dich trotzdem im Bereich der Wahrnehmung und der Wahrscheinlichkeit. So, jetzt wenn du, egal wie du analysierst, ja, das Problem ist an der Börse, kannst du nichts mathematisch analysieren. Ja, das müsstest du mir mal erklären, wie du das machst. Ja. Können heißt nicht, dass es auch wirklich funktioniert. Aber das stellen wir mal ins Regal, denkst einfach mal drüber nach, ist egal. Das heißt, du öffnest dein Display und du bist jetzt zu irgendeiner Art von Entscheidung gekommen. Vorhin haben wir gesagt, die einen schreien long, die anderen sagen, gehen short. Was machst du? Du tippst doch zwei Zahlen in dein Display ein. Zwar zu dem Preis, die Nummer, die du kaufen möchtest oder verkaufen möchtest, und was noch? Die Stückzahl. Wie viel? Und dann vielleicht noch den Stop oder das Target, was auch immer. Aber diese zwei Zahlen tippst du ein. Den Preis, wo du kaufen, verkaufen möchtest, und die Stückzahl. Und beides schickst du zu deinem Broker, der dann entweder dein Gegenpart einnimmt oder direkt das an die Börse weiterleitet. Das heißt, der Handel, ihr Lieben, findet links im Bild eingeblendet im wo statt? In der Markthalle. Und im Trading Handel heißt es das Orderbuch. Für jedes Produkt, das gehandelt wird, egal ob du es einsehen kannst oder nicht einsehen kannst, egal. Auch im Währungsmarkt gibt es Orderbücher, auch wenn du sie nicht einsehen kannst. Es gibt keinen Handel ohne Preis und Volumen. Ob ich die sehen kann oder nicht, spielt gar keine Rolle. Sie sind da, denn ohne das kann kein Handel stattfinden. Das ist Logik, ihr Lieben. Das heißt, in diesem Orderbuch, in diesem Handelsplatz, in der Markthalle in München oder hier in Frankfurt, dort treffen sich die Käufer und Verkäufer, und weißt du, was du dort nicht siehst? Dein Warum? Deine Analyse. Das sind drei Spalten, drei. Preis, Volumen Käufer, Volumen Verkäufer. Ende aus. Das war's. Das war's. Mehr kommt nicht. Rechts, das ist das Ende vom Lied. Links läuft alles rein und weißt du, was es rechts ist? Die Kasse. Die sogenannte Time and Sales Liste. Rechts ist die Kasse. Links ist der Marktplatz, da treffen sich alle, da kann man das Produkt kaufen und verkaufen. Rechts ist die Kasse. Das heißt, oben rechts, ganz oben, steht der Preis. Wie viel? Zu welcher Uhrzeit? Ist der Kassenzettel. Das war's. Und weißt du, was jetzt passiert? Ende, das war's. An der Stelle, wenn die Börse einen neuen Preis gestellt hat, ist der Handel per se abgeschlossen. Ende, vorbei, aus die Maus, Schluss, vorbei, Laden zu, Ende.
Preis ist gestellt, du hast dein Produkt, der andere hat es nicht mehr, da steht ein Kassenzettel, wie viel, wann und welche Uhrzeit, Ende, fini, Handel abgeschlossen. Das ist Börse, das ist Trading. Jetzt, wenn du vielleicht sagst, aber was ist denn da mit meinen ganzen Zeiteinheiten und Charts und Indikatoren? Auf die war ich auch mal ganz scharf. Ich glaube, ich gebe keinen Indikator, den ich ausprobiert habe. Wirklich nicht. Ja. Wisst ihr, was das alles sind? Erfindungen von Menschen. Erfindungen von Marktteilnehmern. Und weißt du warum? Weißt du, warum überhaupt erst in den 80er Jahren Indikatoren erfunden worden sind? Die kommen ja nicht von der Börse. Die gibt ja die Börse nicht vor. Die Börse hat nur die Aufgabe, Angebot und Nachfrage auszugleichen. Mehr nicht. Erst in den 80er Jahren wurden Indikatoren entwickelt. Weißt du warum? Um Strategien zu erfinden, um Strategien zu bauen, damit man in diesem Spiel der Wahrscheinlichkeit gewinnen kann. Das ist der Punkt. Und deshalb müssen wir das verstehen, ihr Lieben, dass deswegen ist alles, was nach der Time-in-Sales-Liste kommt, eine Sache der Wahrnehmung. Und deshalb brauchst du eine Strategie, die dir einen mathematischen Vorteil bringt. So, was könnte denn das jetzt zum Beispiel sein? Und dazu musst du erstmal die Frage klären für dich selber, wie verdient denn ein Händler überhaupt Geld? Das weißt du doch. Das ist doch vernünftig, oder? Du kennst doch die vernünftige Antwort auf die Frage, wie verdient ein Händler Geld? Magst du es mal in den Chat reinschreiben? Die Frage geht an euch. Was glaubst du, wie verdient der Händler Geld? Ein Händler generell, egal ob es beim Aldi ist oder ob es der Gebrauchtwarenhändler ist oder was auch immer. Wie verdient der Händler Geld? Wie verdient der Händler Geld? Richtig. Es gibt nur eine anständige Antwort darauf. Das Produkt, um das es geht, billig einkaufen und möglichst teuer verkaufen. In dieser Marge, in dieser Spanne verdient der Händler Geld. Und was machen wir bei der Börse? Wir analysieren. Wir gucken, wo ist ein Widerstand. Wir gucken, wo ist eine Unterstützung. Wir gucken, wie gleiten die Durchschnitte, den ganzen Gedöns. Ja? All dieses Geschichten, das machen wir, weil wir völlig vergessen haben, dass wir in der Börse keine Konsumenten sind. Du bist an der Börse kein Konsument. Du kaufst doch nicht den DAX, stellst ihn zu Hause ins Regal und schaust ihn jeden Tag an und putzt ihn und staubwedelst drüber, dass er schön glänzt. Machst du doch nicht. Ja? Du bist doch an der Börse Händler. Also ist die Frage, wo kaufst du ihn billig ein? Und was ist für dich dann teuer? Ist das wieder nur deine Wahrnehmung? Oder lässt du den Markt entscheiden, wann teuer ist? Nein, wir analysieren ständig alles, anstatt uns eine Strategie zurechtzulegen, die uns einen mathematischen Vorteil schafft. Und das ist es, was wir handeln. Du brauchst also was brauchst du? Eine Strategie und keine Analyse. Du brauchst eine Strategie. So. Und weißt du, was eine Strategie ist? Eine Analyse ist keine Strategie. Eine Strategie ist eine Wenn-Dann-Geschichte. Das ist eine Strategie. Also eine Strategie heißt, wenn dich deine Frau böse anschaut, dann geh laufen. Dann weißt du, hast du es verkackt. Ja? Das ist eine Strategie. Wenn, dann. So, und was machen wir an der Börse? Wir analysieren. Wenn deine Analyse zu einer Regel führt oder zu einer Strategie führt, dann ist es in Ordnung. Analysieren kann man ja verschieden auslegen. Ja? Aber bedenke, es geht nicht um Erklären, es geht darum, wie eine Checkliste. Wenn, dann. Und dann weißt du, okay, wenn A und B da sind,
dann ist in 70% meiner Fälle C da und in 30% alle anderen Buchstaben des Alphabets. Und das musst du akzeptieren können. Und da musst du mit deinem präfrontalen Kortex arbeiten. Und deswegen schaffen das so wenige, weil sie dann diese 30%, die ja zufallsbedingt auftauchen können, ja, ja, ich wusste, wir verstehen uns. Herrlich. Diese 30%, wo das nicht funktioniert, die treiben uns in den Wahnsinn, weil da unser Gehirn einfach nicht mehr mitspielt. Und das gilt es in den Griff zu kriegen. So, also, wenn wir verstanden haben, dass Handel bedeutet, billig kaufen, teuer verkaufen, mir läuft gerade die Zeit weg, du lieber Himmel, dann bedeutet es, du brauchst eine Strategie, ob du vorher analysierst oder nicht, oder einfach den Chart aufmachst und sagst, okay, wenn dann, 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 dann ist, dann mache ich das, ist vollkommen gleichgültig, ja. Dann kommen wir zu dem, was 150 Jahre alt ist. Charles Dow, 1950, Richard Donchian in Stein und Hammer reingemeißelt. Trendfolge. Billig kaufen und den Markt entscheiden lassen, wann teuer ist. Das ist Trendfolge. Und nicht alles andere, was auch funktionieren kann. Ja? Was auch funktionieren kann. Aber das hier, siehst du, der Preis aus billig zu teuer hat eine Eintrittswahrscheinlichkeit, siehst du hier in den Statistiken, zwischen 65 und 72%. Und du weißt genau, wann eine Strategie profitabel ist, nicht wahr? Sagt dein vernünftiger Menschenverstand. Alles, was über 50% hinausgeht, ist profitabel. Und je höher das es geht, desto schneller kommst du rein. So, also, was ist jetzt die einfachste Strategie? Naja, ich gucke, wie der Trend läuft. Und so schwierig ist das nicht. Das kann man lernen, weißt du was? Da bin ich ganz anderer Meinung als viele meiner Kollegen, die Trading immer gerne oder den Handel immer, oder das Trading Handel gerne so in den Bereich der Kunst reinschieben. Da sage ich immer, ja, du kannst mich auch mal gerne haben. Nein, wenn es um Mathematik geht, hat Kunst nichts mehr zu suchen. Mathematik heißt Logik und deshalb ist Handel ein Handwerk. Und Trendhandel, wie der Name schon sagt, ist ein Handwerk. Da kann ich Meister drin werden, da kann ich Gesellenbrief drin machen, das kann ich lernen. Und das ist das, was es zu lernen gilt. Und dafür brauche ich keine Indikatoren, da brauche ich nur einen gesunden, achtsamen und wachsamen Menschenverstand. Damit ich meinen Chart aufmache, nach logischen Prinzipien den Trend zeichne, und dann aus der Korrektur heraus handle, wohlwissend, dass 30% nicht funktionieren und die muss ich managen. Der Rest läuft für mich. Wir reden hier an dieser Stelle, ihr Lieben, jetzt nicht über Trade Management und das Ganze und so weiter und so fort. Ja? Du kannst gerne Backtests eingeben, was immer du möchtest. Habe ich alles von Hand gemacht. Da ja, kannst du alles heute alles auswerten. Der Trendhandel. Ja, und ich werde euch das in meinem Oktober-Webinar, werden wir explizit auf dieses System eingehen. Ich zeige euch ganz, ganz tolle Sachen, auch mit Zahlen unterlegt, ja, warum es erfolgreich ist. Ja. Und deshalb ist das Dow-How-Prinzip, also das korrekte Know-how zur Dow-Strategie plus die Trendfolge, eine Strategie, die sehr, sehr simpel ist und die man lernen kann. Ja. Und du siehst hier, ich gebe dir ein paar Beispiele. Ja, es gibt nämlich ein Wenn-Dann dazu. Ja, und das Wenn-Dann heißt, ich brauche ein Wenn. Und mein Wenn heißt im Trendhandel vier Regeln: valider Trend, junger Trend, aus der Korrektur und abwarten, bis die Korrektur zu Ende ist. Und das ist ein Handwerk, ihr Lieben. Das ist das, was ich in meinem Kurs lehre. Jeden Tag. Jeden Tag. Und das ist ein Handwerk. Und das kann jeder lernen. Es ist nämlich sehr, sehr einfach, es umzusetzen. Da brauchst du jemanden, der deine Hand nimmt und führt dich ein bisschen. Aber das zu lernen ist eine sehr, sehr simple Geschichte, weil du doch ein vernünftiges, denkendes Lebewesen bist. Sonst wärst du doch heute Abend nicht hier, weil du doch den Wunsch hast, irgendetwas zu erfahren, was dich in deinem eigenen Handel weiterbringt. Und das ist Logik. Logik heißt, wenn, dann. Deshalb musst du alles, was du an der Börse machst,
statistisch auswerten können, ob du mit Unterstützungen, Widerständen arbeitest, mit Triangel und was weiß ich noch alles, nach Sonne, Mond und Sterne, Ebbe, Flut, kannst du alles machen. Am Ende des Tages musst du es auswerten können. Und wenn es keinen Vorteil über 50%, dann tritt es in die Tonne. Hat dir irgendjemand Blödsinn verkauft? Ja? Börsenhandel, Trendhandel ist die natürlichste Strategie, die es im Handel überhaupt gibt. Hier siehst du ein Beispiel. Ich kann dir Tausende von Beispielen zeigen. Tausende. Im Oktober zeige ich dir, nicht Tausende, aber zeige ich dir ein paar mehr. Aber das kannst du lernen. Schau, einfach eingestiegen, in der Korrektur eingestiegen und dem Trend gefolgt. Zweites Beispiel, Trendfolge. Das ist ein, keine Ahnung, was das ist. Ich sehe das nicht mehr so weit hier. Der Fernseher steht da hinten, sonst kriege ich das hier nicht hin. So, hier siehst du, das ist pure Trendfolge, ihr Lieben. Trendfolge. Ja, und da zählen solche Dinge dazu. Was ist ein Trendarm? Wann beginnt eine Korrektur? Ihr Lieben, und das ist Handwerk. Das ist keine, das ist jetzt ein großer Trend, das ist ein kleiner Trend. Das existiert alles gar nicht. Wusstest du, dass Zeit auch nicht existiert? Zeit existiert an der Börse nicht. Müssen wir drüber reden? Ja? Ja, die Stunde ist doch die beste Zeiteinheit. 5 Minuten ist doch viel wichtiger als Stunde. Quatsch ist nicht logisch. Muss man drüber nachdenken. Haben wir jetzt heute gerade keine Zeit mehr dazu. Ja? Das ist das, wie Trendhandel funktionieren kann. Ist das erlernbar? Kann man das erlernen? Ja, du. Du kannst es erlernen. Ist nämlich nicht schwierig. Du musst nur 4 Dinge haben. Den Wille, mal was anderes zu machen. Die Disziplin, dich auch an die Regeln zu halten, was leichter ist, wenn man jemanden hat, der einen in den Hintern tritt. Ausdauer musst du mitbringen, weil das geht nicht von heute auf morgen. Wer dir das erzählt, dass du morgen reich sein kannst, der will dir nur was verkaufen. Ich sage dir, ich kriege auch von die Frage gestellt, ja, wie lange dauert das, wenn man so einen Kurs macht, die Ausbildung und so weiter und so weiter, sage ich, ein Jahr. Ja? Und du wirst nicht in 3 Monaten, 90 Tagen zum Profi-Trader. Es ist gelogen, es ist schlicht und ergreifend gelogen. Da stehe ich dazu, sage ich jedem ins Gesicht. Du kannst nicht nach 3 Monaten erfolgreich traden. Das geht nicht. Da wäre ja erklärender Depp, wie man Bayern sagt. Du kannst es in 3 Monaten das Handwerk studieren und erlernen. Aber du brauchst mindestens ein paar Monate länger, um das unter Anleitung dann auch profitabel umzusetzen. Alles andere wäre doch unlogisch. Ja, wenn das wirklich so einfach wäre, ihr Lieben, dann müssten wir heute so ein Webinar nicht machen. Du musst investieren. Ja, du musst ein paar Euro investieren. Ja, Geschenk kriegst du nicht. Ja, im Internet kriegst du Information, aber keine Ausbildung. Du musst investieren. Zeit und ein bisschen Geld investieren. Dann hast du die Möglichkeit. So, die Frage ist, wer ist dafür zuständig? Wer ist dafür zuständig? Nee, ich nicht. Du. Die Frage ist, bist du bereit, für deinen Erfolg den richtigen Samen zu pflanzen? Schau, wenn du einen Apfelbaum haben möchtest, musst du welchen Samen pflanzen? Richtig, kein Orangensamen. Einen Apfelsamen musst du pflanzen. Wenn du an der Börse erfolgreich sein möchtest, musst du die richtigen Samen dafür pflanzen. Und die haben nichts mit Wahrnehmung zu tun, sondern die haben mit dem ernsthaften Handwerk zu tun. Und deshalb ist nicht der Markt schuld, auch nicht der Markt schuld und auch nicht ich schuld, auch nicht Active Trades schuld. Schuld hat sowieso keiner. Schuld heißt immer, ist was falsch gemacht. Nee. Du musst doch ganz schlechtes Gewissen haben. Denk dran, kannst nichts dafür. Ja? Das ist dein Gehirn, kannst du nichts dafür. Du musst du nur umprogrammieren. Das ist alles, was du machen musst. Du hast es selbst in deiner Hand, in den Handflächen, buchstäblich in deiner Hand, dass du das erfolgreich umsetzen kannst. Ja, das ist der Punkt. So, und damit bin ich am Ende. Ihr Lieben, ich arbeite mit karmischen Prinzipien. Ich weiß, dass alles gerade im Trading mit Ursache und Wirkung zu tun hat. Alles im Leben. Wenn du die richtige Ursache pflanzt, dann muss auch die Wirkung dementsprechend sein. Sie muss. Es geht nicht anders. Wenn du also Zeit an der Börse erfolgreich sein möchtest, musst du die richtige Ursache pflanzen.
Ich habe euch versprochen zwei Dinge. Den wichtigsten Satz meines Mentors, den er mir gesagt hat zu Beginn meiner Laufbahn mit ihm zusammen. Er hat gesagt, wir kommen wegen des Geldes und wir bleiben wegen der Erkenntnis. Was ist die Erkenntnis im Börsenhandel? Dass Börsenhandel logisch ist. Wir kommen wegen des Geldes, aber bleiben tun wir wegen der Erkenntnis. Und ich habe dir versprochen, ich schenke jedem von euch 100 Euro. Und weißt du was? Ich schenke dir sogar 600 Euro. Weil heute so ein toller Tag ist, weil ihr so toll bei mir geblieben seid und ich bin dafür super, super, super dankbar. Ich schenke dir den Gutschein über 100 Euro, wenn du den Kurs buchst. Steht drauf, danke Code 2022. Und wenn du sogar noch dann die Community dazu buchst, schenke ich dir vier Einzelsessions mit mir, wenn du das magst, im Wert von 500 Euro. Guck auf die Homepage dowhow-trading.com. Mein Geschenk heute für dich als Dankeschön, dass du bei mir warst. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich beende jedes Webinar immer gleich, weil es mir wichtig ist. Sei mutig und freundlich und möge die Macht der Logik mit dir sein. Bis dann zum nächsten Mal und damit zurück zu Marc. Hey Markus, du kannst mich hören? Ja. Markus, ja, meine Güte, also herzlichen Dank. Ja, was bleibt mir zu sagen? Guck mal, ich meine, du kannst ja die Kommentare lesen, lesen kannst du und ich denke mal, die sagen ja auch alles, ne? Danke für 60 Minuten Lebenszeit. So gut hat es mir noch keiner erklärt und dargelegt. Und ja, du hast viele, glaube ich, zum Danken zum Denken angeregt, wie es hier viele ausdrücken. Very impressive. Also ich, wie gesagt, ich bin auch immer wieder überrascht, wie du die Leute bindest, mit denen interagierst und sie abholst und das nicht nur erst am Ende, sondern ich meine, es ist ja schnell geschehen. Ne? Also du hast da irgendwie wirklich ein Talent für und zeigst den Leuten, glaube ich, hältst den Leuten, glaube ich, auch guten Spiegel vor. Und jeder kann sich da mit deinen Sätzen und ja, wie das das nennen, Weisheiten und Erkenntnissen irgendwie identifizieren. Und alles, was du erzählst, hat Hand und Fuß, hat bestimmt jeder schon mal die Erfahrung gemacht. Und denk mal, deswegen ist das auch so authentisch. Und danke dir ganz herzlich für diese 60 Minuten, Markus. Hat super Spaß gemacht. Und du siehst ja auch, also 100, über 100, viele, über weit über 100 Leute zugehört und sind bis zum Ende geblieben. Du hast sie gut gecatcht, denke ich mal. Und ja, wenn ihr den Markus morgen nochmal sehen wollt, um 11 in unserem Exklusivraum von Active Trades am Samstag um 12 und ansonsten du sprichst ja auch noch die ein oder andere Rede bei anderen. Umgekehrt. Umgekehrt. Morgen 12, Samstag 11. So war's, okay, sorry, hab ich nicht gesagt. Oder so. Naja, aber auf jeden Fall, ja, guckt ins Programm, wir haben ja. Dich verwirrt, gib's zu. Okay, sorry. Also, nee, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Also, naja, guckt ins Programm. Wir haben am Stand auch ein Programm ausliegen und am Raum hängt ein Programmzettel und ihr werdet den Markus schon nicht verpassen. Und wie gesagt, live ist er ja auch nochmal, finde ich, sag ganz anders. Aber ich meine, du holst die Menschen einfach ab, ne? Und das finde ich super. Und füllt den Raum morgen und am Samstag. Markus, ich freue mich. Wir sehen uns morgen. Ganz herzlichen Dank für den Abend und lass dir dein Bier oder was immer du jetzt zum Durststillen trinkst ordentlich schmecken. 97 Ja, war's. das ist echt unfassbar, ne? Aber gut. Markus, die Inflation, ne? Das ist Schuld. Ja? Schieben wir es mal darauf. Bis morgen, lieber Markus. Vielen Dank und ich freue mich auch in 2 Wochen. An gleicher Stelle hören wir ihn wieder zum Thema dann Dow-How, Ansatz, Trendfolge, dauerhaft erfolgreich agieren. Könnt ihr euch jetzt schon registrieren. Das Thema und das Webinar steht schon angeschlagen bei uns auf der Webinar-Seite. Bis in 2 Wochen, alle zusammen. Einen schönen Dank an Markus Gabel nochmal an dieser Stelle und bis morgen auf der WOT und schönen Feierabend an alle. Tschüss, tschüss. Ciao.